Du hast vor dem Film schon erwähnt, dass du den ja nicht allein gemacht hast, sondern ihr seid ein Regieduo. CCM Lai ist die zweite Regisseurin, die jetzt einfach schon, also die Kinotour nach drei anstrengenden Wochen nämlich an, verlassen hat. Kannst du klassisch uns mal erzählen, also wir fangen erstmal an, wie hat es angefangen, wie bist jetzt erstmal du und der Stoff oder die Menschen zusammengekommen? War das eine Idee, darüber einen Film zu machen? Standen die Leute im Vordergrund und daraus entwickelte sich die Idee des Films? Wie ging es los? Erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ging tatsächlich so los, dass ich von diesem Thema gehört habe, als allererstes. Und zwar schon vor so ungefähr, weiß ich nicht, 9 oder inzwischen 10 Jahren, als ein oder über die Repatriierung, die Rückführung eines Ehepaars aus Südafrika, das Ehepaar Pinard, die wurden auch vor über 100 Jahren aus ihren Gräbern geholt in Südafrika und in ein Museum nach Wien gebracht. Und nach langen, langen Anstrengungen und Bemühungen haben Menschen aus Südafrika es geschafft, die zurückzuholen. Und diese Geschichte hat mir einer von denen, die daran beteiligt waren, an dieser Rückführung, hat die mir erzählt. Und ich war so fassungslos von allein von der Tatsache, dass es menschliche Gebeine in unseren Museen gibt, die aus dieser Kolonialzeit stammen und da gestohlen wurden, dass ich, also das hat sich, ich war so erschrocken und es blieb irgendwie so bei mir. Und ich habe schon relativ schnell auch gedacht, das könnte natürlich ein Film sein und eigentlich müssen das alle Menschen wissen. Und darüber müssen wir sprechen. Und dann habe ich das aber ein paar Jahre liegen gelassen und habe, glaube ich, auch mich selbst erstmal weiterentwickeln müssen, um dann diesen Film machen zu können. Und vor 3 Jahren habe ich dann angefangen, wirklich zu recherchieren und mich für Tansania entschieden. Das war ja auch erstmal noch die Frage, mit welchem Land oder wo schauen wir hin? Und habe dann sehr schnell angefangen, Filmschaffende in Tansania zu suchen, mit denen wir diesen Film zusammen machen könnten. Und es war von Anfang an mir sehr, sehr klar, dass das kein Film ist, den ich allein machen möchte oder auch allein machen kann, sondern, und zwar nicht, wie das sonst sehr, sehr oft gemacht wird, dass Leute für die Orga irgendwie dann, also irgendwelche Locals, die als Fixer und so weiter, ne, oder die ProtagonistInnen suchen, sondern in den höchsten Positionen, das heißt Regie und Produktion. Also wir haben einen Co-Produzenten in Dar es Salaam und die Co-Regisseurin und wir haben jede Entscheidung vom ersten bis zum letzten Moment zusammen getroffen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen in die Tiefe was sagen über diese Art von Zusammenarbeit. Es ist ja so ein insgesamt ein schwieriges Thema, weil beide Seiten involviert sind. Die deutsche Seite als Täterseite, die tansanische Seite als Betroffenenseite. Und ihr habt euch vorher nicht gekannt, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Wie kommt man da zusammen und wie organisiert man auch Arbeit? Also wer macht was und wie seid ihr weitergekommen? Ihr habt ja, es wirkt, als hättet ihr seid sehr, sehr nahe dran an den ProtagonistInnen des Films. Aber es sind auch sehr unterschiedliche Leute. Also ihr habt offensichtlich nicht nur an einem Ort gesucht und dort gesagt, darüber sprechen wir, sondern das sind ja ganz unterschiedliche Menschen und auch Gruppen, die betroffen sind. Wie ging das weiter? Also zuerst zu deiner ersten Frage. Ich glaube, also Sisi und ich hatten natürlich tatsächlich nicht viel Zeit, uns erst auszuprobieren als Team, ne? Und sind da, also wir hatten das allererste sehr lange so Skype oder irgendwie WhatsApp-Videogespräch oder so. Und das war so intensiv von Anfang an über das Thema, aber vor allem über unsere Haltung zu dem Thema und zu den Menschen, dass wir die Protagonistin in den Vordergrund, also dass das unser absoluter Fokus ist, diese Familien. Und das hatten wir eine tolle Chemie und haben uns dann beide wirklich einfach drauf eingelassen, was natürlich riskant war. Und ich glaube im Nachhinein, dass wir ganz, ganz, ganz viel Glück hatten auch, dass das so gut mit uns funktioniert hat. Denn so eine Co-Regie, das geht ganz, ganz oft auch schief. Und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Also das ist nicht ohne.
Aber wir beide haben einfach sehr, sehr gut miteinander funktioniert und wir haben uns, das hat, haben wir auch jetzt in den, wenn wir den Film oder in Publikumsgesprächen immer wieder gemerkt oder also wenn wir danach gefragt wurden, dass wir uns auch tatsächlich so da gegenseitig durchgeholfen haben ein Stück weit. Also weder sie noch ich kann heute sagen, dass wir diesen Film irgendwie ohne einander geschafft hätten. Und das war ganz, ganz toll und eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. Und zur Aufgabenteilung, die hatten wir nicht so richtig. Also wir haben eigentlich wirklich alles zusammen gemacht. Man denkt es so, ne, dass die eine, was weiß ich, sich mehr auf die Interviews konzentriert und die andere dann im Schnitt irgendwie mehr oder so. Und das gab es eigentlich bei uns nicht. Wir haben es wirklich sehr, sehr gemeinsam gemacht und uns ständig beraten. Und das war für das Team manchmal, glaube ich, anstrengend, weil wir dann immer, wenn sie was gefragt wurde, hat sie gesagt, ich muss Agnes erst fragen und umgekehrt. Also das, ja, wir haben also Doppelregie im wahrsten Sinne. Natürlich haben wir beide unsere Stärken und Schwächen, ne? Das ist klar, aber ja. Was waren denn so die größten Herausforderungen auch alles? Es ist ein sehr komplexes Projekt, das ihr da gemacht habt. Ihr habt Archivmaterial drin. Es geht um eine Geschichte, die über 100 Jahre zurückliegt. Ihr habt aber die aktuellen ProtagonistInnen genommen. Es hätte ja, man hätte den Film ja auch anders machen können. Auch die aktuelle Suche und den aktuellen Moment in den Fokus gerückt. Ihr dreht in zwei Ländern, dreht mit unterschiedlichen Sprachen. Aber vielleicht gab es ja wo ganz anders noch Herausforderungen bei so einem komplexen, auch politisch aufgeladenen Projekt. Also das mit den vielen Sprachen, das war schon eine Herausforderung, weil wir natürlich, also wir haben Deutsch und Englisch und Kiswahili, das ging irgendwie für uns dann auch im Schnitt, ne, zu dritt, weil Sisi ja mit im Schnitt war, aber es gibt Kimeru, was auch Sisi nicht spricht und Kingoni, was sie auch nicht spricht und wir hatten einfach, ich glaube, drei verschiedene ÜbersetzerInnen, die an dem Projekt mitgearbeitet haben, also im Schnitt dann auch mitgearbeitet haben. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung, dann gab es so technische Voraussetzungen, also zu schneiden in einem Schneideraum in Mannheim mit einem Remote sozusagen Schnittplatz in Dar es Salaam, das war nicht ohne, haben wir aber irgendwie auch hingekriegt, das manches hat sich durch diese Doppelregie natürlich auch verlangsamt, aber wir haben immer dran festgehalten und haben gesagt, es ist jetzt egal, wie lange das dauert, es wird einfach der bessere und stärkere Film und es geht nicht anders. Und ich glaube aber, es gab Herausforderungen mit der tansanischen, mit den tansanischen Institutionen, da eine Drehgenehmigung zu kriegen. Das hat sehr, sehr lang gedauert und war schwierig. Aber die größte Herausforderung für uns war das Thema. Also da sind wir immer wieder einfach auch an unsere Grenzen gekommen. Das war sehr belastend für uns auf unterschiedliche Art und Weise aufgrund der Perspektive. Und natürlich auch, weil wir uns verantwortlich fühlen für unsere ProtagonistInnen und wie es denen geht und was wir denen zumuten. Und da ist zum Beispiel so ein Tag wie der Tag, an dem wir mit dem Chili Ernest zu diesem Baum gefahren sind. Das war wahrscheinlich der schwerste Tag dieser ganzen Drehphasen. Und der Tag, als John und Cecilia bei der SPK waren und die Ancestors gesehen haben. Also das war, ich würde sagen, wirklich die größte Herausforderung war, dass wir uns so diesem Thema stellen wollten und unsere Protagonistinnen dadurch zu begleiten. Dein Film endet ja, also ganz genau endet er ja mit dem Ruf nach dem Großvater, mit dem er auch beginnt. Aber was wir davor sehen, sind Szenen des Wartens. Also der vermeintliche Höhepunkt ist vorbei, die deutsche Delegation ist wieder abgerauscht und alle sitzen und warten. Kannst du mal was sagen, seit wann die da warten letztlich? Also wann habt ihr aufgehört zu drehen? Und gibt es irgendwelche Entwicklungen oder warten nach wie vor alle? Es warten nach wie vor alle. Es hat sich seitdem, also diese Tafeln, die wir zum Schluss haben mit dem aktuellen Stand, die haben wir im Dezember geschrieben und seitdem hat sich nichts Grundlegendes getan für die Familien. Die Wartebilder,
Also gedreht, der Steinmeier war da am 1. November 23. Und die Bilder, die Wartebilder sind zum Teil aus von dem Tag und vom Tag danach und vom übernächsten Tag. Und manche von denen hatten wir schon ein bisschen früher auch gedreht. Das Ding mit diesem Warten zum Schluss, das ist, also ich würde gerne das vielleicht kurz erwähnen, dass als wir erfahren haben, dass der Bundespräsident nach Songea reisen würde, das haben wir ungefähr Anfang September erfahren und wir wollten den Film Ende Oktober fertig geschnitten haben. Das war unsere interne Deadline und wir wollten gerne die Berlinale Einreichungsdeadline schaffen. Und dann kam diese News, dass der Bundespräsident dahin reist. Und dann haben wir uns sehr lange damit beschäftigt und auch ein bisschen mit der Frage gequält, ob wir das überhaupt drehen wollen. Weil wir einfach das Risiko gesehen haben, dass wenn dieser Besuch am Ende des Films steht, dass das so ein bisschen so ein White Savior-Gefühl vermitteln könnte. Ne? Jetzt kommt irgendwie der deutsche Bundespräsident und das ist irgendwie dann, das ist vielleicht so eine Erleichterung oder eine Entlastung oder so. Und wir haben wirklich, es gab Tage, an denen wir mussten das natürlich sehr schnell entscheiden, an denen wir dachten, das können wir nicht machen, das lassen wir einfach. Und dann haben wir aber auch gemerkt, dass wir es nicht lassen können. Und dann haben wir entschieden und haben gesagt, gut, wir drehen. Ich bin nochmal hingeflogen, wir haben den Schnitt nochmal sozusagen aufgemacht und haben gesagt, wir schauen einfach, was passiert und wir schauen, wie es John und Cecilia und ihrer Familie geht, wenn er da ist und nachdem er dann wieder abgereist ist. Und das haben wir gemacht und wir haben dann gemerkt, dass ihre Stimmung eben so war, dass es eine ganz besondere Mischung war aus einer tatsächlichen Erleichterung, dass Deutschland sich endlich entschuldigt hat, worauf sie so lange und so sehr gewartet haben und gehofft haben. Und gleichzeitig das Gefühl, unser Urgroßvater ist immer noch nicht wieder da und es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte oder wir haben überhaupt keine Ahnung, wann es soweit sein wird, wie viele Monate oder Jahre das noch dauern wird und eine wahnsinnige Erschöpfung da war. Also die waren wirklich ganz, 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 ganz erschöpft und müde. Und das, was Cecilia zum Schluss ausdrückt, die unsere Urgroßväter oder unser Urgroßvater ist müde, das ist dessen Müdigkeit, aber es ist natürlich auch ihre eigene Erschöpfung. Ist, ob die Entschuldigung von Steinmeier auch im rechtlichen Sinne zu verstehen sein, also als Schuldeingeständnis oder eher eine moralische Entlastung, so wie es in Namibia war, wo ja immer dieser große Tanz auch aufgeführt wird. Man würde sich schon gerne entschuldigen, aber wenn man die Schuld zugibt, dann wollen die noch Geld und das wollen wir auf keinen Fall und deswegen eiert immer alles so ein bisschen rum. Kann man das bewerten? Also gibt es da eine offizielle Einschätzung oder nur ein Gefühl von dir? Nee, das gibt eine Einschätzung. Ich bin keine Juristin, aber das wurde uns gesagt und zwar direkt irgendwie am nächsten Tag, dass das auch hier der Fall ist, dass diese Entschuldigung nicht justiziabel ist. Also er hat ein Wording gewählt, mit dem man nicht vor Gericht gehen kann, um zum Beispiel Reparationen einzufordern oder einzuklagen. Und das macht das natürlich auch so sehr ambivalent, ne? Diese Entschuldigung, die wirklich von den Communities und von ganz, ganz vielen Menschen in Tansania als eine große Erleichterung empfunden wurde, aber es war sofort, war klar, das war es auch erstmal. Also damit bleibt es so bleibt es erstmal stehen und wir können daraus jetzt eigentlich nicht wirklich was ziehen. Man sieht jetzt Familien, aber dadurch, das war jetzt ein Lob erstmal im Film, aber dadurch sieht man natürlich die Größenordnung nicht und ob das dann auf anderer Seite noch mitgedacht wird, also die Dimensionen anzuschauen. Das ist ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit dem, dass also die SPK zum Beispiel sagt, die haben ja 250 bis 270 Human Remains aus Tansania, ne? Also von denen mehr oder weniger gesichert ist, dass sie aus Tansania sind und dann sind die ja schon auch zuzuordnen. Also das gibt so und so viele, die Chaga, Maasai, Nguni und so weiter, die diesen Communities zuzuordnen sind. Und die SPK sagt schon seit einer Weile, wir sind bereit, die morgen nach Tansania zu fliegen. Und wartet jetzt im Grunde, also die SPK sagt sogar seit letztem, also unser Dr. Heb, der im Film ist, der hat uns gesagt, die Papiere sind schon fertig, wir könnten das sofort machen. Und wartet jetzt sozusagen auf das Okay der tansanischen Regierung. Jetzt gibt es
Aber das, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, dass zum Beispiel bei denen, die jetzt identifiziert sind, es sind ja erstmal nur diese drei plus noch Lobulo Kaya in New York, dass diese vier zumindest nicht auf diesem Government-to-Government-Level, sondern dass man das versucht zu umgehen und die direkt an die Familien, wo ja jetzt nachgewiesen ist, dass sie zu diesen Familien gehören, dass wenigstens die schon mal zurück dürfen. Das ist jetzt aber was, was seit, also wirklich seit 10 Tagen arbeitet man da dran. Oder gibt es einen neuen Schwung, sage ich mal, das jetzt hinzukriegen, dass die wenigstens schon mal nach Hause dürfen. Und das ist eben das, was nicht passieren darf. Ne? Die Familien leiden da so sehr drunter und die brauchen die wirklich zu Hause. Also es gibt, glaube ich, von diesen Familien, und es sind nicht so viele Familien, die wissen, dass ihre Ahnen in Berlin oder in Deutschland liegen. Das sind ein paar, die das wirklich gesichert wissen. Wir hoffen auch, dass der Film ein bisschen was dazu beitragen kann. Wir haben so Community-Screenings in Tansania geplant, um den Film wirklich möglichst in ganz unterschiedlichen Gegenden im Land zu zeigen, dass die Gespräche angeregt werden darüber, damit sich noch mehr Leute auch einfach finden, die dann auch aktiv werden können. Aber das ist eben, ach so, was ich sagen wollte, es gibt, glaube ich, also keine Familien, von denen wir wissen, die sagen, das wäre für uns auch total okay, wenn jetzt unser Urgroßvater in so einem Memorial in Dar es Salaam liegt. Die wollen die bei sich zu Hause haben. Das ist ganz tief auch und ganz fest in der Kultur verankert. Und genau, und deswegen kann man da auch, wäre es fatal, wenn da irgendwie jetzt Fehler gemacht werden würden, aber das ist eben das, was wir mitbekommen und erlebt haben, dass die Familien wirklich zu einem ganz großen Teil von diesen Prozessen und Diskussionen einfach ausgeschlossen werden. Die werden nicht beteiligt und sie werden nicht gefragt, wie sie das brauchen und wie sie das haben möchten. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil es ja um sie geht es ja. Ne? Also sie werden viel zu wenig bis gar nicht einbezogen bisher in dieses Gespräch. Das ist das, was ich aus dem Film am stärksten noch mitnehme, jenseits der historischen Ereignisse, ist diese Präsenz des Verlustes und des Schmerzes in der Gegenwart, die wir vielleicht so gar nicht mehr kennen. Also wenn so die letzten Zeitzeugen bei uns gestorben sind, dann wird alles Vergangenheit. Ne? Es wird Geschichte und es ist dann in einem Buch und es ist abstrakt. Wusstest du davon oder ist dir das auch beim Drehen? Das hat ja eine ganz andere Dimension und auch eine Tiefe, wenn dieser Verlust so gegenwärtig spürbar ist. War das für dich was Unerwartetes oder was Neues? Ich habe in die Richtung gedacht, ich habe sowas in der Richtung erwartet, aber ich glaube, wie nennt man denn das? Also wie stark das ist, das Gefühl. Hat es nochmal übertroffen, was ich erwartet habe sozusagen. Ne? Also wie quälend das. Und natürlich nicht für alle Menschen, aber für manche ist es wirklich, wirklich quälend, vor allem für die ältere Generation. Ja, da gab es natürlich viele Situationen, die wirklich, also wirklich überwältigend waren, ne? Weil da so viel Schmerz einfach hochkam durch unsere Gespräche auch. Naja, und was mir einfach immer wieder so klar geworden ist, ist einfach, dass Geschichte einfach nicht vorbei ist, dass Geschichte immer Spuren hinterlässt und Narben hinterlässt. Und ich glaube, dass wir irgendwie gerade auch in Deutschland ganz gut darin sind, mit unserer irgendwie gefeierten Erinnerungskultur irgendwie zu glauben, man könnte dann auch irgendwas mal abschließen oder so. Ne? Aber dieses Thema, dieses Traumas, das von Generation zu Generation weitergegeben wird und dass es diese Wunden gibt und dass auch in allen Kriegen und auch anderen und militärischen Konflikten, die wir jetzt gerade erleben, dass einfach jeden Tag werden wieder solche intergenerationalen Traumata produziert, während wir hier sprechen. Ja, mit den Schulklassen. Ich glaube, das Problem ist, es gibt Initiativen, die das machen, ne? Und so jemand wie Mboro zum Beispiel, Berlin Postkolonial, die besuchen regelmäßig, aber punktuell Schulklassen.
und reden mit denen. Ich glaube, das Drama ist, dass es diese Initiativen sein müssen, ne? Dass das sozusagen auf staatlicher Ebene nicht passiert, dass es nicht fester Teil des Rahmenlehrplans ist, sondern sich wieder einzelne Menschen und einzelne Gruppen einbringen müssen und dafür engagieren müssen. Und es gibt sehr engagierte Schulen, es gibt sehr engagierte auch Lehrkräfte, die das Thema entsprechend behandeln, wie man es eigentlich behandeln müsste. Aber das ist dann immer so eine, das liegt dann immer in ihrem Ermessen und es müssen sich einzelne Leute dafür anstrengen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Der Film wird tatsächlich in die Schulen gehen. Also wir haben, das wird jetzt in die Wege geleitet, dass der Film Schulen zugänglich gemacht wird. Es ist schon auch Begleitmaterial erarbeitet worden für Lehrkräfte, damit die den Jugendlichen nicht nur den Film zeigen können, sondern richtig auch intensiv zu dem Thema dann arbeiten können. Das muss man natürlich begleiten, ne? Weil du kannst ja diesen Film nicht einfach 16-Jährigen zeigen und dann gehen die wieder in die Pause oder so. Und zu der zweiten Frage, ja, die Staatsministerin Katja Keul, wir haben sie, also die Szene, würde ich sagen, hat so eine Ambivalenz ein bisschen, ne? Die hat ja schon so auch so diese sehr stillen und ambivalenten Momente. Wir haben die Staatsministerin aber jetzt auch, sowohl als wir da gedreht haben, das war im April letzten Jahres und seitdem haben wir sie noch 2-3 Mal getroffen. Sie ist sehr, sehr, sehr engagiert tatsächlich. Also sie, ich würde wirklich sagen, Katja Keul heißt sie. Die ist, ich glaube, dass diese Frau wirklich alles tut, was sie kann, um dass das ein ganzes Stück vorankommt. Und gerade in den letzten Wochen und in den letzten 2 Monaten ist viel passiert. Es war eine Delegation aus Tansania da. Vor 2 Wochen waren wir mit denen zusammen in Berlin. Die politische, da waren auch Descendants dabei, also die Angehörigen, die Nachkommen von 3. Also es gibt von allen Human Remains, die in Berlin sind, das sind ja so aus Tansania, das sind ja so 270 ungefähr, sind 3 jetzt identifiziert worden letztes Jahr. Und eine Familie von einem dieser 3 war vor 2 Wochen mit in Berlin. Und da wird jetzt viel versucht, dass zumindest die, die identifiziert sind, dass die nach Hause kommen können. Aber es ist wirklich ein harter Weg. Es war nochmal ein Kommentar einer aktuellen Schülerin, die gesagt hat, sie hat zwar das Thema gehabt in der Schule, aber eigentlich war es da so, Deutschland war relativ kleine Kolonialmacht. Es war zwar irgendwie grausam, aber mehr haben wir dazu nicht erfahren, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Ne? Und dass es sich vielleicht jetzt ändern könnte, wenn auch das Thema Kolonialismus in den Bereich Erinnerungskultur mit reingenommen werden würde. Aber es ist eigentlich ein super schönes Abschlusswort auch nochmal mit dem Dank an dich, an euch. Wir würden dich wahrscheinlich alle jetzt bitten, dass du das auch an Sisi weitergibst. Einen herzlichen Dank aus Nürnberg für diesen Film und Agnes, dir persönlich fürs Kommen, fürs Rede und Antwort stehen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Herzlichen Dank, Agnes Lisa Wegner. Dankeschön.